Zwei Ämter werden die Maut erheben, kontrollieren, Erstattungsanträge bearbeiten und so weiter und so weiter. Jeder weiß, eine einmal geschaffene Verwaltung wird so gut wie nie wieder abgeschafft. Ein Großteil der Einnahmen wird von einem neuen Bürokratiemonster aufgefressen werden. Und was sagt Armin Laschet dazu? Zuerst ist er der löwenhaft brüllende Mautgegner. Nun liegt er als zahmer Haustiger auf dem Schoß von Dobrindt und schnurrt dabei, zufrieden, wir haben Schaden vom Land NRW abgewendet. Ist dieser Quatsch das Abwenden von Schaden für Nordrhein-Westfalen? Ist es das segnende Wirken für NRW, dass Blödsinn noch blödsinniger, aber nicht weniger schädlich ist? Verkehrsclub Deutschland, Umweltverbände, IHK, ADAC, Kommunen, Experten, Nachbarstaaten, Bürgerinnen und Bürger, sie lehnen die Pläne für die Pkw-Maut weiterhin ab. Wenn man in der Politik einen Vorschlag macht und als Reaktion kommt von den einen mehr und von den anderen weniger, dann kann man immer noch sagen, man ist in der goldenen Mitte. Aber wenn alle sagen, lass den Blödsinn, dann sollte man endlich die Notbremse ziehen. Die Bundesregierung macht mit dieser Pkw-Maut eine Politik gegen die Menschen, gegen die Wirtschaft, gegen die Umwelt, gegen Europa. Und dies muss gestoppt werden. Die geplante Pkw-Maut bringt kaum Einnahmen und stattdessen eine riesige neue Bürokratie. Die Pkw-Maut ist datenschutzrechtlich höchst problematisch, trotz so vieler Beschwichtigungen, wie wir sie aus der Vergangenheit schon kennen und gelernt haben einzuschätzen. Die Maut gefährdet insbesondere Tages- und Wochenendtourismus in den ländlichen Regionen wie der Eifel und im Sauerland. Sie bedroht dort konkret Arbeitsplätze und die Wertschöpfung in der Tourismusindustrie. Sie wird die Grenzregionen treffen. Wir haben 7 grenzüberschreitende Autobahnen. Dazu kommen nahegelegene Autobahnverbindungen in andere Bundesländer. Und wenn, wie vorgesehen, die Mauterhebung schrittweise auf Bundesstraßen ausgeweitet wird, dann wird es gar noch schlimmer. Natürlich wird mit der Bemautung die grenzüberschreitende Fahrt unattraktiv. Natürlich schadet das der Wirtschaft vor Ort, den Einzelhändlern und den Gewerbetreibenden. Natürlich werden Autofahrer auf Bundes-, Landes- und Kommunalstraßen ausweichen. Sie werden durch die Dörfer fahren, Lärm erzeugen und Abgase ausstoßen. Und natürlich wird die CDU dann neue Ortsumgehungen fordern. Die Menschen dort werden es Seehofer, Sachwaltern, Dobrindt und Laschet danken. Und spätestens, wenn dann die Ausweitung auf Bundesstraßen gekommen ist, geplant für 2018, das Datum hängt natürlich überhaupt nicht mit irgendwelchen Wahlterminen zusammen, werden sich die Niederlande, Belgien und Luxemburg vermutlich zur Einführung einer Maut auf ihren Straßen entschließen. Und das wird der europäischen Einigung und dem grenzüberschreitenden Zusammenleben endgültig massiv schaden. Vor der Fahrt über die Grenze im Internet einchecken, je nachdem, ob man nach Belgien, Niederlande oder Deutschland will, oder an der Grenze anhalten, Angaben machen, Vignette registrieren. Am besten wäre dann noch, der Zoll würde direkt vor Ort Schranken aufstellen und wieder kontrollieren. Dann wäre Schengen endgültig passé. Das ist vermutlich der Traum einiger Politiker der bayerischen CSU-Staatsregierung. Das ist aber nicht unsere grüne Idee von Europa. Wir wollen Mauterfassung und Vignetten zu unserem niederländischen und belgischen Nachbarn genauso wenig wie zu den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen oder Niedersachsen. Für uns in NRW ist Europa kein abstrakter Begriff zur Lüttesser Sonntagsreden, sondern gelebte Realität. Eine Pkw-Maut behindert den gegenseitigen Austausch, behindert das gelebte Europa. Und das nur, um das Wahlkampfversprechen einer bayerischen Regionalpartei zu erfüllen. Ein Wahlkampfversprechen, das auch den dortigen Menschen überhaupt nichts bringt und allen schadet. Hier wedelt nicht der Schwanz mit dem Hund, hier haben sich die Flöhe im Fell verkrallt. Wir Grüne sind klar, wir wollen eine Ausweitung der Lkw-Maut auf das gesamte Straßennetz und auf kleine Lkw. Und das so schnell wie möglich. Das vermeidet Ausweichverkehre, statt sie zu provozieren. Das ist unbürokratisch machbar. Das ist verkehrspolitisch gerecht, denn Lkw verursachen rund 95% aller Straßenschäden. Und das ist umweltpolitisch sinnvoll, denn wir wollen mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen gemeinsam für NRW zusammenstehen. Statt umzufallen, wir müssen die Pkw-Maut stoppen. Wir müssen vor allem über die Lkw-Maut eine bessere Verkehrsinfrastrukturfinanzierung hinbekommen. Das ist Aufgabe und diese Koalition in NRW hat sich als Ziel gesetzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Beuth. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Gorschek.